So, weiter geht's. Das ist jetzt praktisch der zweite Stock. Ich hoffe, ihr seht was, weil es ist dunkel. Klar, Licht gibt es nicht, wisst ihr ja. Hier wird die Treppe besser. Also irgendwann haben die das anscheinend mal wieder neu gemacht. Hier alte Wände, das war praktisch sozusagen, ja, wie nennt man das? Lagerräume eigentlich in den alten Häusern. So, das wird das eine Kinderzimmer von meiner einen Tochter. Na, also ihr müsst euch das natürlich schick vorstellen. Das wird auch wunderschön. Hier wird irgendwie mal eine zweite Etage praktisch eingezogen, wo ihr Bett drauf kommt. Vorher wird natürlich alles schick verspachtelt und so weiter und lackiert. Fenster bleiben erstmal so, die müssen allerdings auch lackiert werden, also bearbeitet werden. Da habe ich momentan erstmal kein Geld für. Aber es wird schick, glaubt's mir. So, hier haben wir das zweite Zimmer von meiner zweiten Tochter. In einem noch schlimmeren Zustand. Schauen wir mal hier rein. Die Möbel sind auch wunderschick. Wir schauen uns gleich mal diese alten schicken Sessel an, was wir daraus noch machen können. Das ist praktisch das zweite Zimmer. Ja, ich schnaufe schon irgendwie hier, weil Treppe steigen und reden und so weiter. Ja, hier wollen wir diese Wand rausreißen. Das heißt, diese Wand nehmen wir weg, weil dieses Zimmer gerade mal irgendwie 6 Quadratmeter hat oder so. Um es dann ein bisschen größer zu machen, wird diese Wand vollständig weggenommen, damit sie diesen halben Meter mehr hat. So, und mehr Licht hat, vor allen Dingen, weil es hier kein Fenster gibt. Hier muss also irgendwie auch noch ein Fenster reingesetzt werden. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt gehen wir noch einmal auf die Dachterrasse. Praktisch das Schickste, finde ich. Das wird auch noch ganz niedlich. Hier ist die Treppe noch besser, weil die haben sie dann wohl von oben nach unten neu gemacht. So, jetzt kommen wir hoch. Und jetzt schauen wir uns mal den Ausblick an. Der ist nämlich gar nicht so schlecht. So, schauen wir mal. Dahin sehen wir die Berge. Heute ist ein bisschen diesig irgendwie oder bewölkt. Hier auch rundherum. Hier oben. Und hier haben wir auch unsere schöne Kuppel. So, hier ist eine alte Antenne, die abgebaut werden muss. Hier liegt noch ein bisschen Müll. So, und die hat 3x3 Meter. Hier soll dann am Ende, ja, eine kleine runde Badewanne hin oder ein kleiner Pool für den Sommer. So.